stehen am neuen Busbahnhof in Singen und da gibt es zwei Kreisverkehre und auf diesen beiden Kreisverkehren sind die beiden Arbeiten mit dem Titel Turm von Werner Pokorny. Werner Pokorny, das ist einer der bekannten deutschen Bildhauer und er zeichnet sich dadurch aus, dass er ein universelles Motiv gefunden hat, nämlich das Haus. Das Haus ist ein urbanes Motiv, steht für Geschütztheit, aber natürlich auch für die Bedrohung unserer Existenz. Insofern ist es universal. Passt natürlich auch hier sehr gut in den städtischen Kontext. Und das Ganze ist aber sehr spielerisch. Man sieht, wie das wie wenn ein Kind Bauklötze übereinander stellt, so stellt Werner Pokorny die Teile übereinander. Dadurch bekommen diese Skulpturen so eine Allansichtigkeit. Also es gibt nicht nur eine Ansichtsseite. Und man kann also sowohl im Auto wie zu Fuß diese wunderbaren Arbeiten sehr, sehr schön erfassen, wie sie sich drehen auf diesem Kreisel. Und die warme Farbigkeit, die ist natürlich ein weiteres Element hier, das lebendig macht, also den städtischen Kontext mit etwas Lebendigem, mit einer lebendigen Farbe versieht.